Da ich noch mehr Material hatte, hören wir uns heute nochmal an, was für unsinnige Kommentare ihr zum Thema PS5 unter meine Videos geschrieben habt. Auch für dieses Video habe ich beim Sprechen wieder Unterstützung von Jenny, Jamie, Louis und Simon erhalten. Vielen Dank an euch alle! Das Video wird euch präsentiert von Game Machines, wo ihr leistungsstarke Gaming-PCs nach euren Wünschen konfigurieren könnt. Ihr kauft hier völlig ohne Risiko, denn alle PCs kommen mit einer 30-Tage-Rückgabegarantie. Jetzt auf gamemachines.de. Ihr hört hier immer erst einen meiner Gastleser mit dem Kommentar und anschließend meine Reaktion darauf. Absolut Schwachsinn, sich eine Konsole zu kaufen, da sowieso alle Spiele von Sony nach und nach auf Steam kommen und da die Spiele viel besser aussehen als auf so einer Konsole. Die paar kleinen Spiele, die nicht auf Steam kommen, in Klammern noch nicht, braucht eh so gut wie niemand. Die großen erscheinen alle jetzt nach und nach auf Steam, das meiner Meinung nach die beste Gaming-Plattform ist, die es gibt. Da kaufe ich doch jetzt nicht eine schwächere Konsole, weder PS noch Xbox. Und soll auch noch Abo zahlen, um online spielen zu dürfen. Da ist es mal wieder, es ist Schwachsinn, sich eine Konsole zu kaufen. Es ist auch Schwachsinn, sich einen Golf zu kaufen. Kauf dir doch eine S-Klasse oder ein 7er, ist viel besser. Und klar kann die Grafik besser aussehen, wenn man auf einem PC für ein paar tausend Euro alle Details hochschraubt. Es ist aber auch nicht so, dass die Spiele auf der PS5 in irgendeiner Weise schlecht aussehen. Die Kritik ums Abo fürs Online-Spielen kann ich nachvollziehen, aber wie ich schon mal sagte, betrifft das gar nicht mehr so viele Leute, da die meisten sowieso nur noch Free-to-Play-Spiele online spielen, für die man wiederum keine Gebühr zahlen muss. Ich bleibe lieber beim PC. Der kann alles, das meiste noch besser. Die Spiele sind nicht so extrem überteuert und es gibt in der Regel nicht so lange Ladezeiten. Außerdem ist das Design nicht so hässlich. Auch hier wieder eine Verfechterin vom PC, was ich ja durchaus begrüße. Und das Design der PS5 ist natürlich Geschmackssache. Dass Spiele gerade zum Launch ein Stück günstiger sind, stimmt auf jeden Fall. Aber das mit den Ladezeiten nicht so wirklich. Auf der PS5 hat man tatsächlich sehr schnelle Ladezeiten, oft schneller als beim PC. Das wird sich aber wohl in diesem Jahr mit Windows 11 und Direct Storage angleichen. PS5 ausgereift. Ich kann immer noch nicht den Hintergrund ändern. Da hat er recht, das geht tatsächlich noch nicht. Etwas, was bei der Xbox übrigens funktioniert. Ob das allerdings wirklich ein Feature ist, woran ich messen würde, ob eine Konsole ausgereift ist, da bin ich mir nicht so sicher. Rein von der Grafik her bringt einem die PS5 kaum etwas, wenn man nicht einen entsprechend guten Fernseher oder Monitor hat. Will gar nicht wissen, wie viele sich eine PS5 geholt haben und wahrscheinlich mit einem ranzigen, billigen, alten Aldi-Fernseher zocken. Bringt dann einem genau gar nichts. Da kannst du dann besser wieder die alte PS3 anstöpseln. Als ich zuletzt bei Aldi war, lag da ein ganz netter LG-Fernseher im Regal. Also Fernseher von Aldi müssen schon mal nicht schlecht sein. Und natürlich kann man die Grafik auf dem großen modernen OLED besser genießen als auf irgendeinem alten Fernseher, aber dass das nichts bringt, ist nun wirklich kompletter Unsinn. Natürlich sieht man den Unterschied. Das ist ja auch nicht nur die Auflösung oder HDR, sondern einfach auch der Detailgrad. Und auch den Sprung von 30 zu 60 FPS wird jeder merken. Denn 60 Hertz unterstützt auch der alte Fernseher von Aldi. Ebenfalls spielt der Fernseher für Ladezeiten keine so große Rolle. Ich warte nach wie vor auf die PS5 Pro. Auch diese Person wartet, aber bisher wissen wir noch nicht mal, ob es eine PS5 Pro geben wird. Ziemlich klar ist nur, dass es wahrscheinlich eine Slim-Version geben wird oder zumindest eine andere, etwas schlankere Form, die angeblich ein optionales zusätzliches Laufwerk haben wird und die beiden aktuellen Modelle ersetzen würde. Von mehr Leistung würde ich allerdings nicht ausgehen. Also wer jetzt noch keine hat, in Klammern, habe auch keine, dem würde ich raten, dann jetzt noch etwas zu warten und schauen, ob in den nächsten Monaten das neue Modell offiziell angekündigt wird. Die paar Spiele, die es nicht für PS4 gibt, laufen nicht weg. Also wenn man das Design der aktuellen PS5 nicht extrem hässlich findet und darauf hofft, dass die nächste viel besser aussieht, dann sehe ich keinen großen Grund, um zu warten. Ich bezweifle auch, dass das neue Modell signifikant günstiger sein wird. Was die Spiele angeht, die nicht weglaufen, stimme ich aber natürlich zu. Die PS5 ist gegenüber der PS4, aber halt einfach ein ziemlich nettes Upgrade. Digga, bei uns in der Schule war eine Firma, die einen Stand aufgestellt hatte, wo deren Firma aus der Vogelperspektive zu sehen war in VR-Look. Und genau da benutzten sie diese Headsets und Joysticks, WTF. Digga, das war mir nicht bewusst. Digga, in der Baumschule? Nein, Bewerbungstag war da los.
Also ich freue mich ja, wenn VR weitere Verbreitung findet. Ob das nun mit dem PSVR-Headset ist oder anderen Technologien, die sie in den Schulen vorstellen. Ich bezweifle jedoch, dass die Firma das aktuelle PlayStation VR-Headset dabei gehabt hat. Aber es gibt ja schon einige ähnliche Geräte für den PC. Ich habe mir aus den genannten Gründen noch keine geholt, weil A, ist die PS5 zu groß, B, ich auf die Slim warte, C, es bisher noch für mich keine guten Spiele dafür gab. Deswegen hole ich erst eine, wenn es für GTA Online auf der PS4 keine Updates mehr gibt oder wenn GTA 6 kommt. Grund A und B scheinen mir doch so ziemlich das gleiche zu sein. Und das mit den Spielen ist natürlich komplett Geschmackssache. Sony hat ja auch noch viele große Titel wie Horizon Zero Dawn, God of War oder Gran Turismo für die PS4 rausgebracht. Was GTA Online angeht, so sieht Rockstar sicherlich keinen Grund, in nächster Zeit die PS4-Updates einzustellen, insofern es hier noch zahlungskräftige Kunden gibt. Aber für GTA 6 haben sie sich ganz sicher auch schon was überlegt. Finde beide Konsolen sehr gut, aber für mich fehlen die Rennspiele. Mit beide Konsolen sind hier ziemlich sicher die PS5 und Xbox Series Konsolen gemeint. Ich verstehe aber nicht so ganz, wo da die Rennspiele fehlen sollen. Es gibt Gran Turismo 7 für die PlayStation 5, es gibt mehrere Forza Horizon Spiele für die Xbox Series und es kommt bald ein ganz neues Forza Motorsport für die Series-Konsolen raus. Zusätzlich gibt's noch so viele Third-Party-Spiele, die auch auf den Konsolen laufen, wie Assetto Corsa, Project Cars, Wreckfest, die F1-Spiele, MotoGP, diverse Need for Speed-Spiele, The Crew 2 oder auch Arcade-Spiele wie Team Sonic Racing oder das ganz neue kostenlose Kart Rider Drift. Ich denke, es werden auch weiterhin regelmäßig Rennspiele erscheinen. Dieses Jahr kommt zum Beispiel außerdem noch Test Drive Unlimited Solar Crown. Ich verstehe diesen Streit nicht. Die Xbox Series X ist viel leistungsstärker als eine PS5, aber dafür gibt es auf einer PlayStation gibt es viel mehr Exklusivtitel. Dass die Xbox Series X viel leistungsfähiger als eine PS5 ist, halte ich für ein Gerücht. Es gibt ein paar Aspekte, bei der die Xbox schneller ist, und es gibt ein paar Aspekte, bei der die PS5 vorne liegt. Am Ende ist es alles eine Frage der Optimierung. Aber von viel stärker kann hier auf jeden Fall nicht die Rede sein. Was die Exklusivtitel angeht, stimme ich natürlich zu, da hat Microsoft leider immer noch einiges nachzuholen. Danke für das Update deines damaligen Videos. Das ist ganz normal bei einer Next Gen, dass die alte Generation abgelöst wird. Verstehe die Leute nicht, die sich darüber aufregen. An diesem Kommentar habe ich nicht zu meckern, es geht eher um die Antwort. Warum wohl? 550 Euro ist nicht von Pappe, falls man die Disc-Version auch um den Preis wirklich bekommt. Ist sie endlich abwärtskompatibel und kann man seine alten PS1-Games zocken? Nochmal ein zweiter Controller für 240 Euro zusätzlich, ist Sony verrückt geworden? Ganz zu schweigen, wie hoch der Preis der PS5-Games sind. Vor allem ist die Kühlung ausgereift und wie viel kostet die Speichererhöhung? Vor allem kann ich bei der PS6 alle Games, die man erworben bzw. gekauft hat, wegschmeißen? Ist endlich der Multiplayer ohne Abo verfügbar? Die Games nochmal kaufen? Muss gut für Sony, zum Nachteil der Spieler, weil es immer so ist. Oh Mann, da gibt's ja eine Menge Kritik. Schauen wir uns das mal an. Klar, 550 Euro ist nicht wenig Geld. Aber meiner Ansicht nach immer noch angemessen. Ich verweise da nur nochmal als Vergleich auf die PlayStation 3. Was die Abwärtskompatibilität mit PS1-Games angeht, da frage ich mich, woher dieser Anspruch kommt. Den Autor wird es wahrscheinlich auch schockieren, dass man auf der Switch nicht seine Gameboy-Spiele spielen kann. Bei Microsoft kann man tatsächlich viele Spiele von allen Xbox-Hardware-Generationen spielen. Allerdings auch nicht alle. Sony geht da einen etwas anderen Weg, hier kann man nur über PlayStation Plus Premium, PS1, PS2 und PSP-Spiele spielen. PS3-Spiele können aufgrund von technischen Hürden nur gestreamt werden. Das war auf der PS4 nicht anders. Aber man kann auf der PS5 PS4-Spiele spielen, was allein schon einen ziemlich großen Spielekatalog ergibt. Was den Preis für den DualSense Edge Controller angeht, stimme ich zu, dass ein Preis von 240 Euro ziemlich übertrieben ist. Aber das ist ja nun wirklich optional und keiner muss das Ding kaufen. Was die Preise von PS5-Games angeht, so finde ich sie, obwohl sie natürlich teurer als PC-Games sind, eigentlich nicht übertrieben teuer. Gerade wenn man die Preise inflationsbereinigt mit Konsolenspielen von vor 20 Jahren vergleicht. Und dazu kommt natürlich noch, dass Spiele heute viel, viel aufwendiger und natürlich auch deutlich teurer in der Produktion sind. Ja, alles ist leider teurer geworden und Kino kostet auch nicht mehr 5 Mark.
Ich denke, die Frage, ob die Kühlung ausgereift ist, kann man nach 2 Jahren klar mit Ja beantworten. Zusätzlich ist Sony laufend dran, das mit neuen Versionen zu optimieren. Wie viel die Speicherhöhung kostet, ist klar, nämlich genauso viel wie bei jedem PC. Ob man nun bei der PS6 alle Spiele, die man gekauft hat, wieder wegschmeißen kann, weiß natürlich keiner. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, weil das System, so wie es jetzt ist, eben Schule gemacht hat und ich mir ziemlich sicher bin, dass Microsoft das auch nicht machen würde. Ich persönlich halte es für wahrscheinlich, dass eine PS6 abwärtskompatibel zu PS5-Spielen sein dürfte. Und selbst wenn nicht, muss man seine Spiele auch nicht wegschmeißen, man könnte auch einfach die PS5 samt der Spiele behalten. Und da ist wieder die Frage zu dem Multiplayer ohne Abo. Ja, Free-to-Play-Spiele kann man ohne Abo spielen und das sind eine ganze Menge. Für alle anderen muss man leider, wie schon seit vielen Jahren, zahlen. Das können sich die Konsolenhersteller leisten, weil es nun mal ein geschlossenes System ist. Beim letzten Kommentar geht es wahrscheinlich um die ganzen Remakes und Remaster-Versionen. Und na klar ist das gut für Sony, aber es gibt ja offenbar auch mehr als genug Leute, die bereit sind, das Geld für diese Spiele auszugeben. Zusätzlich gibt es aber auch viele Hersteller, die ihren Spielen tolle, kostenlose Updates verpasst haben. Ein paar nennenswerte Beispiele habe ich in einem Video zusammengefasst, was ich natürlich verlinke. Falls ihr das erste Video verpasst habt, zieht es euch am besten auch noch rein. Habt ihr Kommentare zu den Kommentaren oder Kommentare zu meinen Kommentaren zu den Kommentaren? Schreibt sie doch in die Kommentare! Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der Videos an, die ich jetzt verlinkt habe. Vielen Dank und bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!